Herzlich willkommen, Sandra. Sandra Fenzel ist jetzt im Interview. Darfst du Hallo sagen? Deutscher Winken. Hallo David. Hallo vom Bildschirm auch. Ja, genau. Hallo an alle. Und heute geht es ja mal wieder um das Thema Problempferde. Sandra hat was ganz Tolles vorbereitet, und zwar eine riesengroße Präsentation, in die wir jetzt auch gleich reingehen. Aber bevor wir reingehen, Sandra, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, sag mal kurz, was machst du, auf was hast du dich spezialisiert? Also ich bin eigentlich spezialisiert auf ganzheitliches Pferdetraining und ganzheitliche Pferdegesundheit. Ich habe eigentlich auch noch so eine kurze Vorstellungsfolie vorbereitet, aber es ist nicht so wichtig. In erster Linie versuche ich, Pferde wirklich in allen Aspekten zu sehen und zu verstehen. Und dieses Wissen gebe ich eben auch an meine Online-Teilnehmer, aber in dem Fall jetzt auch an dich weiter, und möchte einfach ein paar wichtige Aspekte, wo ich glaube, dass manche Pferdebesitzer und auch manche Trainer, also Profis sind da nicht ausgenommen, vielleicht nicht immer den Hintergrund bei manchen Pferden so genau analysieren und vielleicht auch verstehen. Und heute möchte ich eben über dieses Thema sprechen, wie du es erreichst, dass dein Pferd niemals zu einem Problempferd wird, wie du mit mehr Harmonie dein Pferd arbeitest und welche Aspekte vielleicht auch in deinem Hinterkopf jetzt seit heute dann sein sollten, damit du dein Pferd auch ganzheitlich verstehst. Ja, okay, sehr schöne Einleitung. Sandra war letzter Kongress, die am besten bewertete Trainerin, so am besten das positivste Feedback. Also dürft ihr auf einen ganz tollen Vortrag freuen, und ich würde sagen, wir gehen da direkt rein. Genau, es sind wahnsinnig viele Folien. Genau, wir starten. Ich muss mich an dieser Stelle auch entschuldigen, ich bin leider ein bisschen verschnupft. Ich hatte am Samstag Kurs, bin total nass geworden, also die Stimme ist leider ein bisschen lädiert, aber ich denke, das wird schon einigermaßen verständlich für euch sein, hoffentlich. Gut, also dann schalte ich schon mal um. Genau. So. Gut. So, jetzt weiß ich nicht genau, ich kann es jetzt, ist das jetzt auch groß eingestellt? Das muss ich ganz schnell einmal rückfragen. Also man sieht jetzt links die Folien und rechts die eine Folie sozusagen. Also es ist nicht die Präsentation an sich. Aha, Moment. Genau, so, sollte jetzt passen. Ja. Yes. Genau, okay, jetzt passt es, glaube ich, gell? Genau. Super. Also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Vortrag anzusehen und überhaupt im Online-Kongress gelandet bist. Viele tolle Referenten, viele tolle Themen, und jeder bringt so ein bisschen seine eigene Sichtweise auf dieses Thema. Ich möchte dir heute tatsächlich mal vielleicht ein bisschen einen anderen Vortrag machen. Natürlich haben wir Folien vorbereitet und auch wichtige Biomechanik. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe auch immer für viel Hintergrundwissen und biomechanische Zusammenhänge. Aber heute möchte ich tatsächlich mal ein bisschen weniger Videos zeigen und ein bisschen mehr Geschichten erzählen. Ja, also ich finde immer, manchmal sind es die Geschichten über Pferde, die wir uns dann später auch besonders gut merken und auch auf unsere eigenen Pferde übertragen oder reflektieren können. Und ja, in diesen Geschichten kommt zum Beispiel auch mein eigenes Pferd vor, das ist der Rufino. Rufino ist einer meiner größten Lehrmeister. Ich hatte viele verschiedene Trainer und auch viele Ausbildungen durchlaufen. Aber Rufino, vor 11 Jahren ist er zu mir gekommen. Nee, vor 12 Jahren ist es schon. Vor 12 Jahren ist er zu mir gekommen. Nee, vor 14 Jahren, jetzt habe ich es aber. Und der hat mir auf jeden Fall wirklich ganz, ganz viel beigebracht. Und was ich heute so ein bisschen in diesem Vortrag auch zeigen möchte, ist, dass es eigentlich keine Problempferde gibt. Es gibt nur Pferde, die nicht verstanden werden. Ja? Und wenn Pferde unter Anführungszeichen Probleme machen, haben wir einfach wichtige Aspekte in ihrem Körper, in ihrer Psyche oder auch in ihrem Leben nicht verstanden. Ja? Und wenn wir anfangen, Pferden zuzuhören, dann werden viel, viel mehr Menschen auch wirklich in Harmonie mit ihren Pferden arbeiten, sinnvoll trainieren und eben auch tatsächlich keine Probleme haben. Aber das ist ganz wichtig, dass wir eben lernen, dass unsere Pferde auch unsere Lehrmeister sind. Das sind sie nämlich wirklich. Und deswegen habe ich hier diesen Spruch hingemacht: Some horses will test you, some horses will teach you, and some will bring out the best in you. Also er hat definitiv ganz, ganz viel aus mir rausgeholt. Ich war oft verzweifelt. Ich verstehe jeden
jeden, der an diesem Punkt ist, weil ich war oft verzweifelt. Es konnte mir niemand helfen mit diesem Pferd. Es war ein Wildpferd und er war wahnsinnig elektrisch, sensibel, hysterisch und schreckhaft zugleich und spannig, ja, aus seiner eigenen Spannung, aus seinem Körper. Und deshalb möchte ich einfach da immer wieder auch ein bisschen Aspekte mit reinbringen. Genau. Heute ist es nicht mehr so. Heute ist es ja unkompliziert, egal was ich mit ihm mache, Rauchbomben oder was auch immer, es ist unkompliziert. Heute möchte ich mich ganz kurz nochmal vorstellen, aber wirklich nur eine Sekunde habe ich eigentlich schon. Dann möchte ich die Schiefe nochmal beleuchten. Ich habe das zwar schon im letzten Vortrag auch gemacht, aber ich glaube, dass es hier auch wieder neue Aspekte für euch gibt, die ich jetzt so ein bisschen anders beleuchte und eben natürlich vielleicht auch der eine oder andere das letzte, den letzten Online-Kongress verpasst hat. Ich möchte auf körperliche und psychische Folgen der Schiefe eingehen, auf das Thema Kommunikationsprobleme. Ich möchte auch einige wichtige Aspekte aufzeigen, warum der Mensch selbst oft die Probleme verursacht und warum es eben auch wichtig ist, ein bisschen Abenteuer den Pferden zu bieten. Genau, das ist sozusagen unser heutiger Plan. So, ja, das ist meine Stute, die Fiola. Wir haben sie selbst gezüchtet. Auch sie ist sicherlich ein sehr, sehr großes Lehrpferd für mich gewesen. Mein Ausbildungshintergrund kommt ursprünglich vom Isländer. Ich habe aber aufgrund von meiner eigenen Rückenproblematik mich sehr, sehr früh schon in Richtung so ein bisschen alternativ entwickelt. Also Centered Riding Instructor gemacht, Gesundheitstrainerin für Menschen gemacht, Kraniosakral Osteopathin gemacht für Menschen und Pferde, Physiotherapeutin für Pferde. Und ich sage immer, ich bin aufgrund von meiner alten Stute, die leider dieses Jahr verstorben ist, im 39. Lebensjahr, bin ich sozusagen Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden. Also auch hier weiß ich, wie es ist, wenn keiner so richtig weiterhelfen kann im Gesundheitsbereich für Pferde. Und ich sage auch immer, Wissen schützt. Deswegen alles, was du an Wissen mitnehmen kannst, mach das, weil oft sind es die Aspekte, die dir später wirklich auch bessere Entscheidungsfähigkeit geben, falls es wirklich mal Probleme gibt. Körperlicher Natur haben wir sehr, sehr viele Probleme, oft aufgrund von der unkorrigierten Schiefe. Ich werde darauf später nochmal kurz eingehen, aber das ist schon mal der Hintergrund, warum ich eigentlich zu diesem Problempferdethema noch einmal dieses Thema eigentlich aufgreifen möchte. Ich habe ganz viele Jahre gearbeitet in Deutschland, in Österreich, bin wochenlang rumgefahren, also habe so Touren gemacht, Therapietouren, und habe wahnsinnig viele Pferde behandelt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, aber warum sind diese Pferde alle so, wie sie sind? Also sind blockiert, sind in der Muskulatur fest, sind schief, haben immer wieder Fesselträgerschäden oder eben auch Sehnenschäden oder sind immer wieder lahm. Und man weiß es eigentlich nicht so richtig, was es ist. Ja? Und irgendwann habe ich verstanden, es kommt aus der Schiefe der Pferde. Und das möchte ich eben jetzt hier nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Die mangelhaft korrigierte Schiefe gehört meiner Meinung nach zum größten Gesundheitsrisiko unserer domestizierten Pferde heute. Und die Schiefe ist etwas, was, wie es schon, also der Name sagt, die natürliche Schiefe. Es ist für Pferde natürlich schief zu sein. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, was Pferde normalerweise tun. Wenn sie schief sind, bewegen sie sich jeden Tag 18, 20 Stunden, je nachdem, wie viel Gras es gibt, am Tag im langsamen Schritt entspannt vorwärts. Das heißt, sie haben eigentlich keine große Anforderung. Wenn jetzt irgendwas ist, ein Raubtier kommt oder ein Pferd sich erschreckt, dann galoppieren die schon mal, aber sie galoppieren in erster Linie geradlinig und da auch nicht wahnsinnig lang. Wenn nach einem Kilometer oder so die Gefahr vorbei ist, dann ist meistens auch der Fluchtinstinkt wieder vorbei. Und insofern haben sie eigentlich nicht so eine wahnsinnige Leistungsanforderung. Und das ist natürlich ein Unterschied zu unseren domestizierten Pferden, ja. Das heißt, wenn ein Pferd natürlich schief ist in der freien Natur, macht es keine Probleme. Also kein Wildpferd, was ich jemals sozusagen analysiert oder kennengelernt habe oder die Hufe angeschaut habe, hatte Probleme aufgrund seiner Schiefe, weil es sich einfach einerseits gut und entspannt bewegt und andererseits eben keine Anforderung hat im Sinne, es muss Kreise machen, einen Reiter tragen oder so.
Die Schiefe beginnt meistens schon im Mutterleib. Es gibt ein bisschen verschiedene Diskussionen darüber, wo die herkommt. Aber die meisten sagen auch, es kommt schon vom Mutterleib. Das heißt, das Pferd, je nachdem, wie es im Rumpf der Stute sozusagen die meiste Zeit liegt, ist die Wirbelsäule auf die eine Seite oder auf die andere Seite gekrümmt. Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass die Schiefe durch Imitation